Richard Lugner und seine drei Damen sind beim Inhaber der Uhrenmarke Jacques Lemont, Alfred Riedel, zu Gast und dinieren. Die Gesprächsthemen sind allerdings gar nicht so fein wie das Ambiente. Sonja bringt die Ungerechtigkeit der Geburtstagsgeschenkvergabe von Mörtel aufs Tapet und überhaupt, warum Bambi so abgesahnt hat. Und wenn jetzt die Anne weniger gekriegt hat, wird man das vorgerechnet. Du, die hat um 100 Euro mehr gekriegt. Wieso? Die Bambi hat so viel gekriegt. Jetzt muss ich dazu sagen, sie ist bei mir angestellt, kriegt 20 Stunden, hat 1100 Euro in dem Monat. Die hat nicht viel Geld und sie ist eine wohlsituierte Schuhhändlerin und da habe ich halt weniger spendiert. Die hat, weil die Dani gar nichts gekriegt hat. Wenn die Bambi ein Auto gezahlt kriegt, auch wenn es ein altes, gebrauchtes ist und 14 Tage Maledivenurlaub samt zwei Kinder gezahlt bekommt und immer wieder kommt man zu Ohren, sie kriegt ununterbrochen Geld gesteckt von ihm und die Dani hat nicht einmal irgendeinen Gutschein bekommen, dann habe ich gesagt, Richard, noch einmal, ich rede da nicht wegen mir, aber wenn die Dani genauso gleichberechtigt sein sollte als eine von deinen drei Begleitdamen und keine ist deine Freundin, dann sollte da gewisse Gerechtigkeit sein. Und dann hat sie noch 1000 Euro gekriegt zum Geburtstag. Nein, ein Kater. Das muss man jetzt aussprechen. Das habe ich nur gesagt, weil die Dani gar nichts gekriegt. Ich habe nichts, gar nichts. Ich habe zwei Vibratoren und Liebeskugeln gekriegt und ein Vibrator. Das hat ja 800 Euro gekostet. Nein, die werden schon von mir. Ja. Das ist wirklich, da bin ich nicht glücklich. Das war zum Geburtstag was. Liebeskugeln, das ist was aus dem Sexshop. Aber wir haben auch noch was anderes als so ein. Weiß nicht, wie das heißt. Das ist ein Vagina-Sauger oder was weiß ich. Dem Sexshop die Verkäuferin hat gesagt, das ist besser wie jeder Vibrator. Und das habe ich gekauft und sie sagt, sie ist sehr glücklich damit. Ich kann das nicht ausprobieren und daher weiß ich nicht, wie das wirkt. Eine Nacht voller Liebeskugeln und Vibratoren hinter sich gebracht, erwartet die Lugner Gesellschaft am nächsten Morgen ein volles Programm. Ich komm gleich. Nur Dani fühlt sich nach dem vielen Wein am Vorabend außerstande, heute eine lustige Partie zu sein. Ich habe so Migräne. Ich habe Migräne. Weiß ich, was das ist? Ist das vom Wein oder von was ist das? Wir haben so viele Wein getestet, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das nur von der Müdigkeit. Aber er wird ja, er hat gesagt, er fährt morgen um drei Viertel weg, egal ob wir dabei sind oder nicht. Also ja. Brauche ich, glaube ich, nicht schauen, weil der wird schon beim Frühstück sitzen. Ja, schauen wir mal. Ja, also ich schaue mal, ja? Ja. Okay. Und ich bleibe mal da liegen. Ich mache meine Heilungsmethoden. Mal Reiki Hand auflegen und so. Also Papa der Welt. Oder doch den Vaginalsauger? Aber auch Simona ist angeschlagen und bleibt lieber im Bett. Nur die ambitionierte Sonja trippelt munter im Schlafgewand Richtung Frühstücksbuffet. Wo drinnen sitzt du nicht? Oh, hallo, da ist dein Auto. Ja, aber ich gehe frühstücken jetzt. Ja, bitte, wir müssen um 9 Uhr dort sein. Ja, ich fahre eben wir eigentlich. Wir müssen um 9 Uhr dort sein, das ist eine Bedingung gewesen. Ja, ich habe jetzt nur meine Sachen am Zimmer. Ich glaube, du gehst frühstücken. Du kannst nicht mal um dreiviertel neun wegfahren und dreiviertel neun frühstücken gehen. Du hast gesagt, du fährst um 9. Wer mit ist? Nein, um 9. Also um dreiviertel neun. Um dreiviertel neun und das ist es. Und wer da ist, fährt mit und wer nicht, fährt nicht mit. Und wie viele Leute sind da? Nur ich. Ja, und ich bin auch da. Ja, du hast ja das gesagt, dass du um dreiviertel neun fährst. Ja, das geht ja auch nicht anders. Das war eine Bedingung, dass wir um 9 Uhr dort sind. Ja, ich habe auch nicht gefrühstückt, aber ich will gar nicht frühstücken. Weil ich bin nicht blatt mehr. Geht nicht mehr. Schloss Drasing. Das ist offen. Ja. Also wir fahren. Dem Notnageldasein wieder alle Ehre gemacht, darf Sonja ihrem Baumeister auch als Taxifahrerin dienen. Denn der lässt seine Kutsche für die angeschlagene Simona zurück. Die Simona hat ja den letzten Tagen kaum geschlafen. Die hat 3-4 Tage immer nur 3 bis 6 bis 5 Stunden geschlafen und die kann einfach nicht mehr. Und gestern waren wir wieder zu lange auf. Wir waren ja der Meinung, dass wir gestern
um 10 Uhr schlafen gehen, aber das spielt man beim Herrn Riedl nicht. Deshalb hält einzig und allein Käferchen die Stellung, während sie zu einer privaten, höchst exquisiten Schlossbesichtigung beim Verlagsmogul Christian Mucher und Gattin Ekaterina geladen sind. Also das Schloss schaut, gut super aus, ne? Für gut 10 Millionen Euro könnte Mörtel das dezente Anwesen kaufen. Es umfasst 4 Hektar Grund und hat eine Wohnfläche von 800 Quadratmetern. Ja, er will mir es vielleicht verkaufen, aber wenn ich mir das anschaue, was da geht, das ist eine Sparkasse, so ein Schloss. Bevor Sie das Schlosshof betreten, bitte diese Glocke ziehen. Ne? Na bitte, dann folgen wir doch. Ah ja, sie leid wirklich. Oben, da oben bimmelt's. Hallo! Der Herr Mucher himself. Grüß Gott. Gar kein Knappe kommt da. Hallo, grüß Gott. Christian, grüß Gott. Ich glanze in unserer Hütte, hallo. Christian, hallo, herzlich willkommen. Ich habe mir gedacht, da wird ein Knappe öffnen, so in Uniform, in Rüstung. Bin ja Knappe, Kasse. Der will gleich der Hausherr persönlich öffnen. Ja. So, ich habe schon zu Ekaterina gesagt, da kommt der potenzielle Käufer. Das Schloss braucht man immer mehr sauber machen. Ab morgen macht es der Herr Lunger. Kommt herein. So. Ja, wissen Sie, das ist, ein Schloss ist eine Sparkasse. Ja, wem sagen Sie das? Ja. Wenn du alt bist, reich und dumm, dann kauf ein Schloss und baue es um. Mörtel und Christian Mucher waren nicht immer so innig wie heute. Sollte Mörtel bei diesem Immobilienschnäppchen zuschlagen, könnte er in der hauseigenen Kapelle nach Belieben beichten, nachdem er seine Tierchen durch die 8 Schlafzimmer gejagt hat. Da ist ein ordentliches Hosentürl. Ja, das wurde auch noch ordentlich geschützt alles. Also, wo greift der Mann schon wieder? Naja, das ist ja wichtig, weil wenn man da in der Rüstung drin ist und Und sollte im Schloss Langeweile aufkommen, gäbe es in den unzähligen Räumen genug zum Spielen und Schauen. So, nur herein, jetzt kommen wir in das Allerheiligste, in mein Arbeitszimmer. Arbeiten tun Sie auch? Na ja, noch gelegentlich, weil sonst kann ich mir das Schloss nicht leisten. Leisten kann sich Herr Mucher auch eine fette Alarmanlage an allen Türen und Fenstern. Wer die überwinden sollte, bekommt den Kopf abgehackt. Und zwar von ihm persönlich. Das war nämlich ein Richtschwert. Und damit würden die Leute geköpft. Wie viele Köpfe sind da geholt? Ich weiß es nicht. Es sind ein paar Blutflecken sind noch da drauf. Da ist der Geist noch drauf. Es ist nummeriert. Also das sind die hübschen Sachen hier im Schloss. Und da soll es keine Geister geben, das können Sie mir nicht erzählen. Es gibt Geister hier. Na, das denke ich mir. Die Prinzessin schlaft hier nicht, seit sie im hintersten Schlafzimmer haben sich die Türen von selber versperrt. Von innen? Das ist Kaschmir. Könnt ihr nicht rein? Der Schlosser ist gekommen, der Schlosser hat die Türen aufmachen müssen und der Schlosser hat sie dreimal bekreuzigt und hat gesagt, er kommt nie wieder. Ist wirklich wahr, ist Kaschmir. Aber Sie haben gesagt, Sie wollen es nicht haben, Herr Lugner, da haben Sie das nicht einmal noch gesehen. Ja, vielleicht überlegen Sie es. Herr Mucher, ich bin ja nicht so ein Multimillionär wie Sie. Wieso? Sie sind unter die 100 reichsten Österreicher, ich bin schon weg, seit ich die letzte Scheidung habe. Verstehe. Sie sind noch verheiratet, Sie haben es noch gehört. Was heißt noch verheiratet? Ich bin nicht mehr verheiratet und deswegen habe ich kein Geld mehr. Und ich bin mehr. Noch verheiratet. Nein, ich hoffe, ich bin noch lange verheiratet. Sag du was dazu, Ekaterina. Apropos. Es ist ein Kapital, eine Frau. Aber was, eine Frau ist ein Kapital? Ja, wenn sie sich scheiden lassen, kriege ich das Geld weg. Also verstehe. Ich habe ja auch sehr deutlich meine Meinung gesagt, was ich von der letzten Frau gehalten habe. Weil das war ja der Albtraum. Das ist ja der Albtraum, wenn du sowas kriegst, ja. Wenn du dir so eine, ja, so einen Vampir, so eine Vampiretta in dein Haus sitzt, die letzten Endes nichts anderes will, als dich abzocken und sich dann wieder schleicht. Diese Gefahr besteht zumindest bei Sonja nicht, denn die hält an ihrem Baumeister fest, in guten und in wirklich schlechten Zeiten. Wenn sich Mörtel zum Beispiel an Muchers Lieblingshobby, dem Karaoke-Singen, versucht. Green, green grass of home. Das wollte ich schon immer. Englischkurs bei den Muchers für die Lunge. I polish your English for the next opera ball. Es ist toll für mich, zu weit weg von Wien. Es ist eine tolle Führung und die beiden Damen, glaube ich, haben was versäumt, dass sie da nicht mit dabei waren. Aber sie wollten halt lieber schlafen, ne? Gut. Gemeinsam mit Herrn und Frau Mucher wartet nun im Seerestaurant Sarg ein Tisch zu Mittag. Kaum gibt es was zu essen, fällt es den beiden geschwächten Schlafmützen Simona und Dani nicht schwer, zu ihrer Herde zurückzufinden. Da ist ein Platz. Zurückschieben!
Na, da kommen sie nicht rein, ist die kann. Das hab aber ich gehört schon. Das hab ich zusammengebracht, aber sie kommt mit deinem riesen Schlitten, schau, wie weit der da reinsteht. Ja, dann. Das ist zu knapp. Ich weiß nicht, dort waren welche, aber das schauen wir da. Pass auf, da ist der. Da oben sind Parkplätze. Das sind alles Privatparkplätze. Pass auf, da ist ein Markierungsposten. Kommt her da. Darf ich da jetzt reinfahren oder nicht? Na, wenn du reinkommst, aber da ist ein Markierungsposten. Daher.